Herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Ja, wir hatten im letzten Part die Cutscene, wo wir erfahren hatten, ne, dass der Peilschlüssel, dass ein Schlüssel drei Schlüssel ist und je nach Temperatur sich unterscheidet. Und den Schlüssel haben wir gerade übers Geländer geworfen, da wo wir gerade stehen. Und wir wurden entdeckt von Liquid Snake und nicht Ocelot? Ocelot, ne? Hieß eine andere. Auf jeden Fall von den beiden. Und jetzt werden wir gejagt. Man hat gehört, die haben die Pläne von China nach, irgendwann mal von Russland auf China geändert. Und wir begeben uns in den Kampf rein. Ich habe hier gerade auf Pause gedrückt und naja, schwierig. Schwierig. Okay, sehr gut. Das war schon mal ein Anfang. Okay, sehr gut. Müssen wir doch hier mal irgendwie. Komm, warte mal, hier speichern wir mal. Müssen wir doch hier mal irgendwie eine. Warte. Das war die Tür jetzt, wo die standen. Okay. Ich weiß doch gar nicht, wo lang. Achso, ich bin die ganze Zeit aufgeboten. Ja, super. Kommen jetzt unbegrenzt oder was, die Gegner? Ist ja mal gar keine Gegner, lustigerweise. Okay. Hä? Ja, okay, da. Okay, der ist weg. Das hat trotzdem. Lässt er dich zu weit dann einfach werfen? Kann. Nee, ich glaube, ich habe den ganze Zeit hier Alarm. Der wird nicht mehr runtergehen, so wie es aussieht. Ja, alles klar. Kann ich dich eigentlich immer noch werfen oder so? Wir wählen hier mal die Ration aus. Dann. Trifft es uns vielleicht nicht ganz so hart? Warte mal. Okay. Ach, kommt der hoch oder was? Ich bin so ein Versteckungsmeister. Schön. Okay. Ach, da stehen sie immer noch. Und die sind vollkommen, die sind tiefenentspannt. Schön. Cooles Detail. Hätte ja sein können, ne, dass du halt dazu nur das Spiel genommen hast oder so. Nee, da stehen sie wirklich. Sehr geil. Okay. So. Okay, und das ist erstmal grün. Das heißt, wir schauen jetzt hier. Wir schauen erstmal die oberste Etage lang. Wir müssen aber quasi runter und eventuell die Karte suchen, denke ich mal. Ich kann jetzt hier auch nochmal durchschauen, Campbell. Sie haben beide Codes eingegeben. Jetzt können wir nur noch den Schlüssel verwenden und die Codes neu eingeben. Finden Sie die Schlüsselkarte. Ich will irgendwo in den Abfluss. Ah, okay. Siehst du eine Info zum Abfluss? So, Meiling brauchen wir nicht. Master. Der Schlüssel ist weg. Suchen Sie ihn. Wir haben den Code schon eingegeben. Der Start lässt sich nur verhindern, indem die Codes neu eingegeben werden, was das System sperrt. Okay. Super cool gemacht, dass du hier so die Infos bekommst. Vielleicht hat sie jetzt was zur Karte? Konventionelle Waffen gelten Militärzielen. Atomwaffen werden jedoch gegen Zivilisten eingesetzt. Sie sollen Stimmt, ne? Zehntausende von unschuldigen Zivilisten mit einem Schlag ausradieren. Das macht Atomwaffen so furchtbar. Das macht das andere jetzt nicht besser, aber ja, ist ein guter Punkt. Meryl lebt, haben wir auch in der letzten Folge erfahren. Also es war so ein bisschen auch abzusehen oder zu hoffen, aber jetzt haben wir die Bestätigung, sie lebt. So. Nicht so wie Sniper Wolf. Utacon? Oh. Die Terroristen haben die Sprengcodes eingegeben. Ein Start kann nur noch durch erneute Eingabe der Codes verhindert werden, um den Sprengmechanismus zu sperren. Dazu brauchen Sie die Schlüsselkarte. Finden Sie den Schlüssel, Snake. Es ist der einzige Weg. Nein, nein. Geben wir uns mal Mühe. Okay, Select to exit. In den Abfluss soll sie gefallen sein.
immer mal gucken, dass da kein Feind vor uns steht. Kamera macht mich noch hin und wieder ein bisschen buschig. Okay. Ja, wir müssen uns wahrscheinlich wirklich runterarbeiten. Ich glaube hier lang. Ja. Okay. Das war ein Bescheid. Aber kein extra Raum oder irgendwas, das wundert mich. Ach, wahrscheinlich, falls du noch im Kampf gewesen wärst. Nee, keine Ahnung. Weiß nicht. Vielleicht würden sie da eine Truhe einpacken. So, wer sind denn die bis dahin? Nachladen? Kreis. Ich kann da ausgerüstet runtergehen, ne? Jupp. Okay. Okay. Aber rein zu denen konnte ich anscheinend noch nicht. Weil, ne, da waren wir ja oben vor der Tür. Okay. Zeig mal. Okay. Was haben wir hier? Spannend, ey. Musik macht's halt auch. Macht's auch so ein bisschen gruselig. Wollt nicht klopfen. Okay, was haben wir denn hier jetzt? Ich komme da hier nicht runter. Okay. Verlaufen oder wie? Ah, okay. Ja, ja, ist okay. Jetzt kommen bestimmt wieder Feinde. Ladezeit war zu lange. Noch werden keine angezeigt. Den Abfluss. Der Abfluss hat mir auch Schaden gemacht, ne? Naja, wir schauen mal, wir schauen mal. So, da ging es auf... Ja, stimmt, von hier kommen wir natürlich, ja. Da ging es so runter, da ist eine Kamera. Da sehen wir auch den Winkel, den so beleuchtet. Ah. Warte mal, Speicher hier. Ich denke, ich muss da runtergehen. Würde aber erstmal hier lang gucken, weil es sieht mir so aus, als könnte hier ein Secret sein. Sehr gut. Ach, guck mal, da geht das auch runter. Nein, das ist ein guter Punkt. Das ist wahrscheinlich das Secret. Das, die Frage ist, ob wir jetzt hier so eine Chef-Grenade benutzen und damit die Kamera ausschalten. Weil wir kriegen ja Schaden im Wasser. Ich würde sagen, das Ganze machen wir. Okay, die war da natürlich. Ja, das ist richtig. Chef-Grenade. Frage wäre, ob es nicht auch so geht. Probier mal. Sieht. Naja, sieht aber nicht so aus. Bombe öffnen. Was für eine Bombe? Achso, die muss ich dann schmeißen, ne? Muss ich die nicht schmeißen irgendwie? Sonst machst du Bumm. Ah, guck mal. Okay. Hat das jetzt irgendwas geöffnet? Nee, es hat die Kamera. Wow. Hätte ich die Bombe irgendwo hinwerfen sollen? Zum Teufel. Achso, ich hatte keine Ration mehr ausgewählt. So, warte mal, aber da liegt Farmers und eine Bombe. Ist gar nicht so Bombe. Ihr wisst ja immer. Okay, ihr wisst ja immer. Aha. Aber schon wieder eine Bombe in der Nähe. Ja. Oder? Nee. So kommen Bullets. So kommen Bullets. Okay, es liegt da überall rum. Palki. Finde Palki in der Drainage Ditch. Ich habe wieder die Erfolge an, aber die sind leider nicht auf 4 zu 3. Das heißt, sie werden mir links angezeigt, was für euch so ein bisschen bescheuert ist. Okay. Haben wir eine Bombe? Nee.
Rationen haben wir ausgewählt, finde ich erstmal gut. Palki haben wir. Ich würde sagen, wir laufen erstmal hier weiter. Interessant, dass er hier ist. Warum wird uns kein Leben abgezogen hier, guck mal, Ration. Das heißt, wir machen so. Nehmen wir uns die mit. Ah ja, okay, ein bisschen Leben wird abgezogen. Wir könnten uns Oma auch noch die Ration mitnehmen. Könnten wir ja quasi damit gegen eine Chef-Grenade eintauschen. Okay, sei mit. Ging aber auch, ne? Hat jetzt nicht zu viel Leben gezogen. Ich hoffe, hier läuft kein Timer im Hintergrund. Das wäre suboptimal. So, wir wechseln zur... So, komm. Denn so kommen wir voran. Schön. Gibt's da unten noch was? Ich meine, wir haben... Ja, komm, wir sind fast voll vom Leben. Die andere Ration ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Das würde Teil der Dramatik rausnehmen. Das wollen wir natürlich nicht. Nee, ich würde jetzt schnurstracks nach oben laufen. Frag mich eh. Du wirst jetzt in der Theorie erstmal in Bosskampf kommen, oder nicht? Schauen wir. Ja, einfach hoch. Einfach hoch und rüber. Wir müssen jetzt hier... bestimmt noch ein paar Leute ausschalten. Warte mal. Er hat ja gesagt... Ruhig jetzt. Sie sind weg. Wo sind sie hin? Die haben ja auch gesagt, hahaha, die Scheiben sind schussdicht. Also ich hatte gerade die Idee, nimm doch mal die Sniper und baller mal drauf auf die, aber naja gut. So. Jetzt müssen wir hier wieder gucken. Da müssen jetzt Leute rumstampfen. Nee, sieht zu leer aus. Und was ich habe mir vor dem Part nochmal die letzte Folge angeguckt. Der Ocelot, der uns ja auch gequält hat, ne? Mit Strom und so. Ich überlege, ob der auf unserer Seite ist. Weil er hat uns ja, glaube ich, auf der Kamera gesehen, ne? Und hat so ein bisschen erklärt, ja, guck mal, so und so funktioniert das. Oh, Tiacht. Weiß ich ja immer. Ich will mal gucken. Warum denn nicht? Hä? Jetzt so viel Munition verballert, ey. Die Leiche ist auch wieder weg. Dinge passieren, ey, glaubst du nicht. Wird's ja jetzt spannend, ne? Aber ich würde mal hier lang schauen. Waren wir hier schon? Ja, doch. Sind wir gleich am Anfang lang? Ja. Ja. Vielleicht liegt... Nee. Hätte ja sein können, dass hier jetzt noch irgendwas liegt. Aber, Antwort nein. Okay, Kamera oder was? Ja. Das heißt, wir könnten eine Chef-Grenade nehmen. Und dann... haben wir eine Mine oder was? Das wird ja mal richtig spannend. Okay. So, warte mal, wir nehmen als erstes eine Chef-Grenade, die müsste aber auch die Mine stunnen, oder nicht? Wechsel schon mal zur SOCOM. Ja, Jamming. So, warte mal, jetzt muss ich an den erstmal ran. Eigentlich muss ich an den ran. Also vielleicht muss ich den auch ausrüsten. Lustig, die Geräusche. Ah, da ist der Palki. Mhm. Die Geräusche von der Chef-Grenade. Ruhe.
Palkus Nummer 1. Bestätigt. Sehr gut. Warten auf Palkus Nummer 2. Nummer 2, okay. Das war Nummer 1. Jetzt Pal Nummer 2. Den Schlüssel gefrieren. Verstehe ich in der Theorie. Aber was soll ich in der Praxis machen? Ich rufe mal meine Loyalties an. Der Schlüssel muss kälter werden. Suchen Sie was Kaltes. Ich bin ziemlich cool. Jetzt kühlen Sie den Schlüssel. Finden Sie was Kaltes. Also zumindest habe ich einen Hinweis, was ich tun soll in der Theorie. Wer vergisst, wiederholt die Fehler der Vergangenheit. Deshalb dürfen Hiroshima und Nagasaki nicht vergessen werden. Das hat jetzt den ganzen Spaß aus der ganzen Situation genommen. Meryl? Dass sie nie ihr Handy bei hat, Butterzeit. Halt. Mhm. So, und was sagt Utakon? Der hat eigentlich immer noch einen Zusatzhinweis, ne? Als nächstes kühlen Sie den Schlüssel. Und wo mache ich das? Wir sind in Alaska. Gucken Sie mal draußen nach. Aber Sie sind hier dicht am Lager, wo Sie mit Treven gekämpft haben. Es ist mitten im Permafrost und eine Heizung gibt's da auch nicht. Dieser Schlüssel ist eigentlich eine IC-Karte. Die Zahnung und der Körper sind aus einer Thermo-Adaptiv-Legierung. Er ist so gemacht, dass wenn er nicht in die korrekte Form gebracht wurde, er vom Palcode-Eingabeterminal im Kontrollraum nicht erkannt wird und der Sprengcode nicht eingegeben wird. Wo haben wir denn gegen Raven gekämpft? Warte mal, Raven, das war doch eher mit der Wumme, oder nicht? Ja, mit den Rahmen, na klar, das ergibt ja vollkommen Sinn. Ich glaube, wir brauchen hier nochmal eine Chef-Grenade gleich. Ja, war mir bewusst. Was war denn das? Chef-Grenade bitte. Weil sonst macht's Aua. Weiß, ob's so schlimm ist. Warte mal, wollen wir mal ausprobieren? Ja, wollen wir ausprobieren. Ja, siehst du, genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Ja, nee, und jetzt kommen wieder ein Gegner nach dem anderen und. Okay. Ja, warum nicht? Okay. So, Holness. Wir müssen jetzt runter und raus. So, komm, wir könnten natürlich auch das hier nehmen. Okay. Wie schießt man nochmal? Bei den Eier, ja. Er kommt wieder. Ups. Okay. Kannst du bitte, danke. Bonusdrecke, steh auf. So, komm. Ja, müsste auch anders sein, oder? Komm gerade wieder nicht mit der Steuerung klar, meine. Ah, so. Wann haben wir eigentlich immer mehr Rationen bekommen. Immer wenn wir einen Boss und so besiegt haben, ne? Also ist das quasi das Level-System. Nicht tatsächlich ganz erfrischend gemacht, ne? Dass du gewissen Progress in der Story haben musst und dann geht's voran. So, warte mal, hier ging's doch auch nach unten, sah es gerade so aus. Ne, aber anscheinend nicht. Jetzt geh. Schön, dann gehen wir jetzt nach unten und müssen quasi raus, da wo wir mit Raven gekämpft haben. Ja, okay. Dann ist der Plan bekannt. Sehr gut. Okay. Schön. Ja, wenn du die Laufwege kennst, das ist eigentlich super easy. Also ich meine, das ist jetzt auch so nicht schwer, ne? Aber da geht halt viel Zeit verloren, wenn du da suchst. Was aber auch okay ist, denke ich. So, vielleicht kommt hier noch einer, ich weiß es nicht.
finde es eh super merkwürdig leer. So, wir müssen auf jeden Fall... Warum ist der Fokus dann? Okay, sieht halt episch aus, ist richtig. Weiß nicht, warum ich das hinterfragen wollte. So, Level 7 Karl. So, und? Ach, das ist zu lange her. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber hier war doch... Okay. Erstmal kam das. Laceration. Wie waren das nochmal? Manchmal da oben gibt es Sachen. Vielleicht nehmen wir die gleich mal mit. Chef Grenade, wie viele haben wir davon noch? Vielleicht finden wir ja sogar oben welche. Sechsen. Ja, siehst du, okay. Alles gut. Was, ob ich erstmal hier hingehe dafür? Okay. Stinger-Missile. Da sind ja auch welche. Haben wir keinen Tarnumhang? Hatten wir Tarnumhang bekommen jetzt schon? Nee, ich glaube nicht. Ach, YOLO. Aua. Aua. Aua, aua, aua. Lauf. Ist schon eigentlich... Ach, das Geräusch kam, weil sich die Tür geöffnet hat. Snake! Snake! Glaub's alles. Okay. So, was ist, wenn ich hier eine Chef Grenade direkt benutze? Werden die hinten auch mitgestunt? Nee, oder? Probieren's aus. Was war denn das jetzt? Dinger ist jetzt schön alles mitgenommen. Schweine. Das haut von der Zeit einfach nicht hin. Na gut. Ah, hier war eine Ration. Achso, hier konnte ich gerade nicht nehmen. Können aber hier hin. Machen so. Machen so. Nehmen die mit. Gehen wieder hier hin. Muss jetzt gucken, weil hier gibt es die Felder, wo... Genau. So, und dann gehen wir jetzt nämlich wieder auf die Level 7 Card. Leben ist hart, ey. Glaubt er nicht. Ich höre da schon wieder Leute. Warum höre ich Leute? Ich höre Rahmen, oder? Höre ich Leute? Die Leute würde anzeigen. So, Palki gefroren, oder was? Ich hab nach oben gedrückt. Als nächstes kühlen Sie den Schlüssel. Sie sind der Schlüssel? Am Lager, wo Sie mit Reven gekämpft haben. Es ist mitten im Permafrost und eine Heizung gibt's da auch nicht. Habe ich jetzt gelernt, wenn du nach oben drückst, rufst du den letzten Gesprächspartner an. Der Schlüssel muss kälter werden. Suchen Sie was Kaltes. Okay, das sind jetzt wieder Standardsätze. Dachte jetzt, hier kriege ich noch ein bisschen weitere Anweisungen, aber wir können ja selber mal ein bisschen gucken, ne? So. Vielleicht muss ich mich genau eine Minute hier aufhalten. Hätte ich mal einen 12-Volt-Kühlschrank bei. Möchte ich aber noch ein Auto, ne? So. Vielleicht darf ich mich auch nicht so schnell bewegen. Weil dann zu viel Hitze entsteht. Läuft jetzt alles ab. Mal sehen, vielleicht gibt es ja hier noch spannende Sachen. Frage ist, habe ich da ein Zeitlimit zum Zurückkommen? Das wäre richtig mies. So, fühlst du dich kalt, Schlüssel? Was hat ein Leben ist voll, okay. Ein bisschen so Kommunikation hätte ich gern noch. Das wäre zuckersüß. Wann weiß ich, wann... Achso, muss ich ihn vielleicht ausrüsten? Vielleicht ist das zur Aktivierung des Materialsicherheits. Ach, guck mal, er ist blau geworden. Was ist, wenn ich jetzt Ocelot anrufe? Ah, jetzt rufe ich einen Körner an, ne? Gut, diese Form stimmt. Schnell zurück zum Kontrollraum, Snake. Sehr cool. Alter, ist das ein geiles Spiel. Okay, Utakon? Snake, die Schlüsselform sieht jetzt gut aus.
Gehen Danke. Sie und schieben Sie ihn in das mittlere Terminal im Kontrollraum, bevor er warm wird und wieder die alte Form annimmt. Ich glaube, solange ich hier bin, geht's noch. Soll ich nochmal den Masterhofer auch mal an? Der Schlüssel hat sich verändert. Schnell zum Kontrollraum zur Eingabe. Atomwaffen können alles Leben auf der Erde vernichten und den Planeten für tausende von Jahren unbewohnbar machen. Waren wir mal so negativ. Hat Master dieselbe Stimme wie Liquid Snake? Selbe Synchronstimme? Okay. Wir sind auf Mission und wählen jetzt erstmal die ID-Card. So, und jetzt schnell. Wir rennen hier durch, ohne eine Grenade zu benutzen. Vielleicht hätten wir das erstmal genialer timen können, aber gut. Hör auf. Geräusche. Ein bisschen Leben verloren, aber... So ist das manchmal. So, ich hoffe, hier kommen jetzt keine Leute. Ist das genial gemacht? Okay. So, warte mal. Ich habe vergessen, da lang, glaube ich. Hier unten war noch mal eine Ration, ne? Hinten links. Aber wir schaffen das schon. Ja. Bestimmt. So. Speedrun. Na. Oh. So, renne. Snake, renne. Falsche Richtung. Okay. So, wollen wir kurz nochmal einen Blick werfen? Wir werfen nochmal einen Blick hier. Gucke. Upp. Keiner da. Alles supi. So, warte mal, aber sie wollten ja auch nicht abreisen, sondern ist jetzt Outer Heaven. Das heißt, die benutzen das jetzt hier oder wollen hier bleiben und kämpfen, ne? Weil sie ja eh die stärkste Waffe der Welt haben. Sozusagen. So, warte mal hier. Gucke ich mal kurz, dass ich raufwechsel auf die PSG. Weil dann haben wir immer noch genügend Munition für die Pistole. Gleich müsste er hier um die Ecke kommen. Ich brauche mal ein paar Beruhigungsmittel. Das war gar nicht gut. Machen wir Folgendes, wir stecken das weg und gucken mal. Zum Teufel. Kommt da? Nö, kommt gar nicht, okay. Stehen wir auf. Gehen in die richtige Richtung. Da ist er, okay, er kommt jetzt rum. Soll nicht hell. Voll in die Eier. Ah, war ein Headshot. Gott, überall Blut. So. War denn das für ein Geräusch? Und nicht wieder eine Bombe. Das finde ich aber auch geil. Ah, super. Sehr gut. Finde ich aber auch geil gemacht. Speichere ich hier? Nee, ich warte mal ab. Nicht, dass die Form nicht mehr stimmt. Ich glaube, wir werfen jetzt aber eine Schiff-Grenade erstmal. Weil raus war egal. Und wechseln hier schon mal zum Palki. Okay, sehr gut. So. Das müsste es sein, ne? Müsste auch noch von der Zeit her passen. Sehr, sehr geil. So, wo haben wir Hitze? Nummer 2. Warten auf Palcode Nummer 3. Okay, das war Nummer 2. Jetzt kommt Pal Nummer 3. Schlüssel erhitzen. Vor allem, wie beruhigt hier ist, ne? So, wollen das. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat, super, super gerne Daumen nach oben, Kommentar gerne. Zum letzten Part war leider noch kein Kommentar, den ich mit einbauen konnte, aber vielleicht im nächsten. Schönen Abend euch noch.